Hallo und herzlich willkommen zum nagelneuen Puma Generation E. Das heißt, der Puma wird jetzt voll elektrisch. Wir dürfen dabei sein zur Weltpremiere mit diesem Fahrzeug und zeigen euch alle Details von außen, von innen und die technischen Daten. Und da sage ich euch, das Auto wird so ein bisschen die Elektromobilität sogar revolutionieren. Weil wenn ich euch die Ladezeit sage, wenn ich euch später die Preisrange verrate, wenn ihr erfahrt, wie viel Platz er im Kofferraum hat und endlich auch ein Frunk, dann werdet ihr, glaube ich, völlig begeistert sein von diesem 4,21 Meter Fahrzeug, weil es vielleicht dein nächstes Elektroauto sein könnte. Bevor wir losstarten, schaust du bitte mal nach, ob du schon Teil der Einfach Elektrisch Community bist. Wenn nicht, würden wir uns freuen, wenn du uns mit deinem Abo unterstützt. Und dann bist du auch in Zukunft immer dabei, wenn wir euch die neuesten Elektroautos vorstellen. Jetzt starten wir mal los mit dem nagelneuen Puma Generation E. Und wie immer starten wir von außen, starten von vorne und schauen mal auf die Frontpartie des Puma Generation E. Und all diejenigen, die sich für Autos interessieren, werden den Ford Puma bereits als Verbrenner kennen. Das heißt, der Puma Generation E basiert auf der Verbrennerbasis, außer dass er halt keinen Verbrenner hat, sondern rein voll elektrisch ist. Dazu hat man im Prinzip hier dieses Bugteil völlig neu designt, auch aerodynamisch optimiert und hat so ein bisschen hier vorne die Frontpartie angepasst an die weiteren Ford Elektrofahrzeuge Explorer und Ford Capri. Dazu zählt auch, wie ich finde, das schicke neue Ford-Logo, was richtig groß, selbstbewusst und stabil in der Front steht, Steffen, oder? Ja, sieht schon schick aus. Und auch hier unten im Unterteil des Bugteils, muss man sagen, ist es gelungen. In der Mitte ist der Radarsensor, darunter ist, glaube ich, die tiefste Frontkamera. Das heißt, ihr bekommt auch ein 360-Grad-Kamerasystem, was jemals in einem Ford verbaut wurde und was wohl sonst nur Zuffenhausener Sportwegen von der Tiefe her gelingt. Ansonsten hat man hier schöne Air-Curtains integriert, die Luft um das Vorderrad lenken sollen, weil am Ende geht es auch um Reichweite. Wir haben hier ein Fahrzeug mit 4,21 Meter Länge, was aber, wenn ich euch später die Maße im Kofferraum verrate, im Übrigen, ihr habt ja den Frunk auch noch mit an top, eigentlich ja fast zwei Nummern größeren Fahrzeugen vorbehalten ist, oder? Oh ja. Und auch wenn wir dann später in den Innenraum schauen, werdet ihr feststellen, dass man auch im Fond ausreichend Platz hat, um mal mit vier Personen zu reisen. Was mir gut gefällt, ist halt hier dieses Yellow Electric Metallic. Ne? Nee, ja, Electric Yellow Metallic. Genau. Das gibt es übrigens zum Marktstart, kostenfreies on top. Und hier in dem Studio, muss ich sagen, gefällt mir das mega, mega gut. Da sind richtig schöne Metallpartikel drin. Ford hat hier Chrom weggelassen, alles schön schwarz-matt. Unten am Schweller nochmal so eine Leiste in schwarz glänzend. Die Spiegel wieder in Electric Yellow Metallic. Ne? Genau. Gar nicht so einfach. Gar nicht so einfach. Ne? Genau, und was Ford natürlich auch hat, hier so eine coupéartig abfallende Dachlinie. Wir haben hier eine Fahrzeughöhe von 1,55 Meter. Das ist eigentlich gar nicht mal so hoch, ne? Nö, das ist eigentlich schön kompakt, ne? Also auch da hat es Ford verstanden, quasi in die Verbrennerplattform von unten das Akku-Pack zu integrieren. Was nicht fehlen darf bei Ford, ist ja immer mal wieder auch so eine dicke, fette, knubbelige Haifischflosse. Da würde ich mir ja wünschen, dass Ford das auch in Zukunft gelingt, für euch die Technik in die Karosserie, in die Außenspiegel und in die Scheiben zu integrieren. Weil wenn wir gleich den knackigen Hintern des Puma Generation E sehen, würde ich mir vorstellen können, dass ohne die Haifischflosse es noch viel schicker aussehen würde. Ne? Ja, es würde noch schön schnittiger aussehen. Am Heck thront das Ford-Logo etwas kleiner, weil man hier sehr, sehr schön das erste Mal in weiß dick, fett Puma markiert hat. Und auch hier tritt man selbstbewusst auf. Das heißt, wenn Steffen noch ein bisschen zurückgeht mit der Kamera, sieht man halt eben auch, dass er hier für so ein kleines Fahrzeug mit 1,80 Meter Breite ohne Außenspiegel, aber auf richtig breiten Füßen steht. Ne? Oh, schöne breite Backen hat er. Ne? Serienmäßig sind es 17 Zoll bei der Premium Edition, die wir hier haben. Also es gibt zwei verschiedene Kategorien dann, Standard und Premium, gibt es 18 Zoll und wer Bock hat, kriegt sogar 19 Zoll. Das sind ja die Puschen, die wir drauf haben. Mm.
um diese sportlich performante Note nochmal zu haben. Also ich muss sagen, der Puma war schon immer eines der schöneren Fahrzeuge bei Ford, ne? Definitiv, ja. Und auch als Generation E setzt er, glaube ich, coole Designelemente. Man hat den Unterboden komplett verkleidet. Man hat auch da Luftsegel reingebaut, dass da die Aerodynamik perfekt rumgeleitet wird. Das Einzige, was ich ein bisschen zu kritisieren habe, ist, guck mal, Steffen, schon wieder so eine Trommelbremse. Ja, gut. Erfüllt bestimmt ihren Zweck. Ist das noch zeitgemäß? Also Ford hat wie VW auch die Trommelbremse wieder erfunden. Also von daher schreibt mir in die Kommentare, ob euch das stört oder nicht. Hauptsache, er bremst gut, ist ja immer die Devise. Weil was schnell beschleunigt, soll ja auch wieder schnell zum Stehen kommen. Und da sind wir dann auch bei dem Antrieb. Ford hat im Prinzip, egal ob Standard oder Premium, hier unter der Haube, wo wir auch noch drunter schauen werden, einen Elektromotor verbaut. Welche Überraschung, ne? Ja, wow. Dieser Elektromotor leistet 123,5 kW, was in alter Währung 168 PS sind, 290 Newtonmeter an Drehmoment in sich birgt. Also da geht schon ordentlich was nach vorne, denn das Auto wiegt gute 1,5 Tonnen nur. Und Spitze fährt er 160 km/h, ist, glaube ich, ausreichend für die Fahrzeuggröße. Und von 0 auf 100 km/h beschleunigt er immerhin in 8 Sekunden. Ne? Ja, immerhin. Damit wird er wahrscheinlich kein Rennwagen werden, aber ihr interessiert euch auch nicht für einen Rennwagen, oder? Nicht wirklich. Lasst uns gemeinsam unter die vordere Haube schauen. Und da gibt es leider von mir ein bisschen Kritik. Erstmal hier an dem Stäbsche, das kenne ich aus meinem 1993er Golf. Und dann, wir sind ja hier in Gölle, fehlen mir die Haubenlifter fort. Ja. Haubenlifter. Ja. Warum? Weil wir hier sozusagen über dem Elektromotor einen Frunk integriert haben. Und vor allem, ich finde das super, so mit dem Dings nach hinten, ne? Kannst du das Kabel einfach so schön so ein bisschen mit reinschieben. Das ist super. Und was noch besser ist oder genauso gut wie der Frunk ist, schau mal, was ich hier gefunden habe. Ein Hufeisen? Nein, der Puma Generation E wird auch Anhänger ziehen können. Auch das verraten wir uns wie den Preis dann halt auch später in diesem Video. Und da muss ich sagen, da hat Ford einfach weitergedacht. Ne? Ja. Dass man einfach hier sehr, sehr schön die Ladekabel verstauen kann. Und deswegen hätte ich halt auch gern Haubenlifter, weil ihr kennt es ja, es ist schiedriges Wetter, es ist Winter, man zieht es durch den Dreck. Na, du willst so. Es nur schnell rausnehmen, musst du jedes Mal die Klappe mithalten und fummelst mit der anderen Hand das Kabel raus. Alter. Ja, oder reinwerfen, weißt du, du musst immer erst das Stäbchen machen, das Ding fixieren, das Kabel reinmachen, das Stäbchen lockern und dann, wie wir es jetzt auch machen, natürlich mit euch den Haubencheck, weil wir wollen natürlich mal hören, wie so Kölner Haube klingt, ne? 3, 2, 1. Satt. Und das ist auch der Übergang natürlich vom Elektromotor, der da drunter sitzt, zum Akku-Pack. Man darf vermuten, dass Ford das Akku-Pack sozusagen hier von unten an die Bodengruppe angedockt hat. Ja. Und da hat Ford sich mal eine besondere Kapazität überlegt, die, glaube ich, eine gesunde Mischung ist aus einer vernünftigen City-Reichweite. Einer vernünftigen Reichweite über Land, vielleicht auch mal für die längere Reise, aber gepaart mit einer sehr, sehr schnellen Ladegeschwindigkeit. Ja. Das heißt, der Ford Puma Generation E hat einen 43 Kilowattstunden Akku. Jetzt nicht bitte gleich sagen, der ist zu klein, zu groß, wie auch immer, denn ihr könnt ihn hier hinten, hinter dieser Klappe, natürlich entsprechend laden. Das heißt, dreiphasig mit 11 kW. In 4 Stunden ist er sozusagen von ganz leer und ganz auf ganz voll. Und wenn ihr mal schnell laden wollt, dann hat das Akku-Pack nicht nur eine Vorkonditionierung, sondern halt auch die Möglichkeit, in 23,2 Minuten von 10% auf 80% zu laden. Ja, das ist super, da wollen wir doch hin. So, und da werden noch einige wieder schreiben, wie in 23 Minuten 400-Volt-System, wie geht das? Bei Ford geht's. Mit 100 kW DC lädt er in 23,2 Minuten von 10% auf 80%. Und da werden auch viele von euch sagen, ja, kann ich ja gar nicht in Ruhe Mittag essen. Da kann ich ja gar nicht in Ruhe Kaffee trinken. Da kann ich ja gar nicht in Ruhe mit dem Hund Gassi gehen, mit den Kindern spielen. Meine E-Mails beantworten, bla bla bla, was E-Mails wir immer haben. Ja. Aber was ist denn jetzt besser? Schneller oder langsamer? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich muss sagen, diese Mischung 1,5 Kilo, 4,21 Meter Fahrzeuglänge, 43 Kilowattstunden Akku, ja, eine WLTP-Reichweite von 367 Kilometern, glaube ich. Ob wir die schaffen, bisschen abhängig natürlich auch von der Reifengröße, Sommer, Winter, wie auch immer.
In der City wahrscheinlich ja. Ne, da denke ich, wird ja die WLTP-Reichweite erreichen. Und über Land wahrscheinlich nicht. Aber wenn ich dann halt 200 Kilometer mit einem 80% geladenen Akku komme und lade dann wieder 23 Minuten, hole ich mir einen Kaffee, gehe ich pullern, ne, vertrete mir ein bisschen die Beine, mache ein Powernapping, schreibe meine E-Mails, dann finde ich sogar, dass man mit ihm auch eine Reise unternehmen kann. Ne? Klar, warum nicht? Also da müssen wir mal fort mal nachhaken, wenn er dann sozusagen zu Ostern unterm Hasen liegt oder überm Hasen, kann man ja mal von der Perspektive her sehen, ob wir da nicht mal mit einem Puma mal einen schönen Roadtrip machen, Steffen, was hältst du denn davon? Ja, gerne, machen wir. Ford hat so viele Dinge, finde ich, so richtig gemacht. Frank, schnelle Ladegeschwindigkeit, vernünftiges Verhältnis aus Akkugröße und Reichweite, oder? Ja, absolut. In Verbindung auch mit dem Gewicht. Jetzt stell dir nur mal vor, die Premium-Ausstattung hätte jetzt so eine elektrische Heckklappe. Wow. Dann hätten die ja wahrscheinlich bei Ford auch unsere Videos geschaut, oder? Ja. Und das wollen wir mal ausprobieren. Und das haben sie, weil man auch in dieser Fahrzeuggröße, in dieser Fahrzeugkategorie gerne elektrisch den Kofferraum öffnet, oder? Ja, na klar, warum nicht? Und da haben wir hier eine Besonderheit. Der Puma Generation E soll bis zu 576 Liter Stauvolumen haben. Ja, das sehe ich jetzt aber noch nicht. Nee, also so würde ich sagen, sind es vielleicht so 360, ne? Ja. 380 jetzt mal so geschätzt, ne? Nach einfach elektrisch Manier. Jetzt kann ich diesen doppelten Ladeboden aber nach unten schieben. Okay. Und wenn du dann bis hier oben belädst, hast du wohl angeblich 576 Liter. Okay. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Aber was ihr auch noch machen könnt, ist, das Ding hier quasi so nach vorne klacken. Das arretiert auch mega geil. Und dann hat man hier diese, wie heißt sie nochmal? Gigabox. Die Gigabox. Und da könnt ihr bis zu 100 Kilogramm unten in diese Gigabox packen. Die Ford-Verbrennerfahrer werden jetzt nicht Juhu schreien, weil die kennt es auch vom Verbrenner ein bisschen kleiner, weil der Auspuff da noch irgendwo langläuft. Und da hieß sie auch nur Megabox. Ach, da hieß sie nur Megabox. Da hieß sie Megabox. Und jetzt? Genau. Klar, bei Elektro ist natürlich auch ja, keine Frage, alles Giga, oder? Giga Factory, Giga Box, ne? Alles Giga, oder? Alles Giga. Aber schaut doch mal bitte alles mal ohne Schnack, oder? Was kannst du da alles reinpacken an Gedöns? Wie kriegst du eine ganze Menge rein, ne? Ja. Also ich glaube im Sommer, weil da unten ist auch eine Ablassschraube, wo man jetzt feuchte Sachen reinpacken kann, sowas, wie wir das auch aus dem Mach-E kennen. Ja. Da könnte ich sogar für Carter Daisy einen kleinen Pool im Sommer reinbauen. Ja, perfekt, ne? Ja. Jetzt klappen wir das mal wieder so zurück, das geht ganz einfach, dann haben wir so eine normale Höhe halt, eine Hutablage ist hier, wie ich finde, sehr, sehr cool. Wir haben so integriert halt in die Klappe halt direkt, ne? Da hängt die auch nicht im Weg rum oder so, die bleibt starr oben, super. Na, und hat für mich auch den Vorteil hier im Video, dass ich jetzt nicht rausrammeln muss oder genau, irgendwas. Genau, wieder auseinanderbauen alles muss. Ja. Genau, weil ihr könnt natürlich das Kofferraumvolumen entsprechend erhöhen, indem ihr halt die Rücksitzbank umlegt. Das Einzige, was mir fehlt, Ford, wäre, dass man hier nochmal eine Unterteilung gemacht hätte. Ne? Ja, so eine kleine Durchreiche. Also 40, 20, 40, weißt? Ja. Einfach, dass man einen langen Gegenstand oder im Winter, wenn man mal in Skiurlaub fahren möchte, da halt auch die Möglichkeit gehabt hätte, halt nur die Mitte umzulegen. Weil so hat man, glaube ich, beeindruckende Maße halt auch, um da sogar mal irgendwie so eine Kühl-Gefrier-Kombination reinzupacken, oder? Ja, definitiv. Da kriegst du auch rein, ja. So, also von daher haben wir, glaube ich, hier auch eine Beladungsmöglichkeit. Was wird das sein? Ich denke mal so 1200, 1400 Liter. Ich habe den Wert leider jetzt nicht im Kopf. Ja, aber schaut es gerne mal auf der Ford-Seite nach. Ist ja alles online, weil ihr könnt ihn jetzt bestellen und könnt ihn halt euch als Osterhäschen sozusagen unter das Bäumchen legen. Ne? Genau. Und dann Strauch. Sagen wir Osterstrauch. Ja, und dann Osterstrauch. Ne? Was elektrisch aufgeht. Geht elektrisch zu, wie wir sehen. Und dann hoffe ich natürlich, ich habe leider keine Angaben gefunden, dass wir hier halt auch vielleicht noch einen Dachgepäckträger raufkriegen. Ne? Ja. Weil dann möglich. Könnte man da nochmal 75 Kilogramm auf dem Dach transportieren. Und übrigens, Dach heißt hier bei Ford auch Glasschiebedach, ne, zum Öffnen. Ja. Also, da kommen wir auch noch gleich Schauen zu. Schauen wir uns noch an. Und was wir ja auch schon gesehen haben, ist, dass wir hier unten sozusagen die Anhängerkupplung ranmachen können und gebremst, ungebremst 750 Kilo Anhängerlast haben. Wie sag ich immer, besser als gar nichts. Ja, und es reicht ja, glaube ich, auch für all diejenigen, die so ein paar Gartenabfälle haben. So einen richtig, kleinen, für so einen kleinen Anhänger. So Baumarktanhänger, so ja. 750 Kilo, das ist gut. Wahrscheinlich 75 Kilogramm Stützlast, habe ich auch noch keine Angabe gefunden, weil wir sind ja hier sozusagen filmen vor der Weltpremiere und deswegen haben wir noch nicht alle Daten und Fakten vielleicht so zusammen, wie ihr es dann, wenn ihr nach diesem Video in den Konfigurator geht, schon alles dann erkennen könnt. Seht es uns da bitte heute nach. Außen haben wir euch alles gezeigt. Lasst uns nach innen schauen. Wir beginnen wie immer mit dem Fenstercheck und haben hier in der Premium-Variante Einfachverglasung. Ob das positiv oder negativ ist, werden wir natürlich dann, wenn wir ihn fahren, herausfinden, indem wir die
Innengeräusche messen. Ja, lasst uns den Blick hier mal in das Interieur werfen, indem wir hier mit der Türverkleidung anfangen. Es ist ja mal schön, dass die Autos so bimmeln. Ne? Und wenn ich euch später den Preis verrate, dann werdet ihr auch über Teile des Materialmixes, glaube ich, hinwegsehen. Das ist hier ein harter Kunststoff, da können wir nichts schönreden, ist aber wenigstens gut gemasert. Also sieht wertig aus. Dann haben wir hier so eine Kunstledereinlage, schön mit einer Naht und Nähten. Das ist auch toll gemacht. Hier haben wir eine weiche Armauflage. Die könnte ein bisschen weicher sein. Hier haben wir im Prinzip die Pommes-Theke, wo auch klassisch vom Chemiker eine kleine Packung Pommes reinpasst. Und wir haben die vier Fensterheber plus die Verstellung der Außenspiegel. Analog finde ich richtig klasse. Hier unten ist dann wieder alles harter Kunststoff. Hier ist so eine lackierte Fläche, hier auch. Und ihr merkt schon, hier ist nichts ausgekleidet. Hier raschelt es und ein bisschen klappert es alles. Aber da kann man sich sicherlich im Baumarkt halt noch mal so ein bisschen behelfen. Ich finde, für die Fahrzeugkategorie und den Preis ist es, glaube ich, relativ okay, oder? Absolut, klar. Herzlich willkommen hier im Armaturenträger im Innenraum des Ford Puma Generation E. Und hier hat man natürlich die Facelift-Armaturen so ein bisschen optimiert, halt auch auf dem Puma Generation E. Lasst uns chronologisch vorgehen. Der Premium hat hier oben das Bang & Olufsen Soundboard mit an Bord. Das kennen wir, glaube ich, aus dem Explorer, ne, Steffen? Genau, das war im Explorer auch, ja. Da werden wir gleich mit euch natürlich auch nochmal den Sound ein bisschen ausprobieren hier vom High Vier System, was wir nicht haben, ist ein Head-Up-Display. Ich habe das jetzt auch erstmal nicht in der Aufpreisliste gefunden. Vielleicht wird es das später nochmal geben. Ist aber für die Klasse auch nicht immer üblich. Was wir in jedem Fall haben, ist ein Lenkrad, was sich in der Entfernung und in der Höhe verstellen lässt. Und dahinter haben wir ein 12,8 Zoll Fahrerdisplay, was wirklich mega groß ist, mega scharf ist und uns sämtliche Informationen hervorragend transportiert. Klar, je nachdem, wie man die Lenkradeinstellung hat, kann vielleicht mal ein Teilbereich sozusagen vom Lenkrad verdeckt sein, aber man kann es ja auch nicht immer allen recht machen. Ne? Nee, gut. Oben, unten abgeflacht, schönes Kunstleder, fühlt sich auch haptisch sehr, sehr schön an und macht einen tollen Eindruck. Jetzt habe ich mir meinen Finger geklemmt hier beim Feststellen. Ne? Ja. Ich bin aber auch ein Schelm. Ne? Ja. Ja, dann haben wir hier einen richtig riesengroßen Hubdeckel mit einem Ford-Logo. Das verstehe ich aber nicht, weil außen ist es weiß und hier ist es verchromt. Ne? Hätte ja weiß besser gepasst. Ne? Ja, kommt vielleicht noch. Genau. Hier haben wir schöne haptische Tasten. Links alles zum teilautonomen Assistenzsystem, also Abstandsregel, Tempomaten. Dann natürlich halt auch Spurhalteassistenten und, und. Ob er einen Lenkassistent hat, konnte ich auch noch nicht dem Datenblatt entnehmen. Das müssen wir dann auch beim Fahrbericht herausfinden. Und rechts haben wir alles zum Infotainment. Und die Hupe wird wahrscheinlich gehen, oder? Ja, geht. Gut. Sehr schön. Dann haben wir hier im Prinzip Start-Stop-Powerknopf und einen 12 Zoll 16:9 Infotainment-Display. Auch wieder der neuesten Generation. Das heißt, ihr habt hier im Prinzip die Klimaanlagensteuerung. Diese Ebene kennen wir, glaube ich, aus dem Explorer, haben Sitzheizung auf dem Fahrer- und Beifahrersitz und haben hier eine schöne Menüstruktur, wo wir dann halt auch ins Navigationssystem reinkommen, wo ordentliche Prozessoren drin sind, dass man das hier halt auch vernünftig bedienen kann. Ja, wir haben noch ein Vorserienfahrzeug. Das heißt, hier ist vielleicht noch nicht alles perfekt eingestellt, wie man es ansonsten gewohnt ist. Haben hier so eine klare App-Kachelstruktur, wo wir dann halt hier auch später weitere Apps entsprechend hinzufügen können. Das Wichtigste ist mit an Bord, und das finde ich richtig klasse, nämlich Apple CarPlay, Android Auto, Wireless. Das heißt, sehr geil. Kein Kabelgedöns und nichts. Und so gehen wir natürlich auch hier wunderschön in diese Ebene. Leider nicht Fullscreen. Nee. Aber das ist auch ganz praktisch, weil wir hier dann noch weitere Ebenen halt reinbauen können, wie zum Beispiel die Navigation des Fahrzeugs, wenn man sich jetzt nicht übers Smartphone navigieren lässt. Weil das finde ich ja immer mega, gerade wenn man in so einer City ist wie Köln, dass man dann halt auch mit Google Maps sich navigieren lässt, weil der einfach die kürzesten und schnellsten Wege immer herausfindet. Ne? Ja, und Live-Traffic halt. Ne? Und so eine Spiegelung vom Telefon kann ja gar nicht verkehrt sein, wenn man das halt auch in seinem Puma Generation E hat. Und da wollen wir natürlich hier auch noch mal gucken, ob wir vielleicht ein bisschen Soundpin bekommen, oder? Jo, schauen wir mal. Ein Schelm, der Böses denkt, ne? Aber ich höre nichts. Hm. Hörst du was? Nö. Ja, leider finden wir hier keinen Sound. Warum haben wir keinen Sound, Steffen? Egal, das testen wir später noch mal aus. Vielleicht kriegen wir es ja noch mal später zu sehen. Was wir auf jeden Fall haben, ist hier eine induktive Ladefläche, wo halt auch ein großes Smartphone halt drauf passt, aber leider nicht irgendwie belüftet, angehoben oder klimatisiert. Mhm. Ne?
Okay. Finde ich ein bisschen schade. Und vom Platz her, glaube ich, wenn man das ein bisschen besser ausgenutzt hätte, hätte man vielleicht sogar für zwei Smartphones Lademöglichkeit schaffen können. Ne? Weil daran kannst du dann auch nicht scheitern, oder? Nee, eigentlich nicht. Hier vor ein schönes Fach mit so einem Gummi, dass es halt auch nicht raschelt und nicht klappert. Hier ist leider alles mit schwarzem Klavierlack. Ja, sind wir ja nicht so Fan von. Ne? Aber brauchen wir, glaube ich, nicht näher drauf eingehen. Das ist übrigens der Fahrzeugschlüssel. Schön klein, aber fein. Klassisch. Ne? Auch wieder Ford in Chrom und nicht in Weiß. Und guck mal, in den Becherhalter so ein bisschen Ambientebeleuchtung rein, finde ich ganz cool. Ja. Weil dann siehst du im Dunkeln halt auch, was da drin ist, ne? Richtig. Weil ich packe da ja gerne auch mal meine Münzen rein oder so. Oder irgendwas, ja. Ne? Und wenn ich da mein 50-Cent-Stück suche für einen Einkaufswagen, ist das halt auch mega, mega praktisch. Was wir auch haben, ist hier so eine klassische Mittelarmlehne, die wir hier hochklappen können. Dann nochmal mit so einer doppelten Ebene, ein großes Fach. Und dann halt hier auch diese Einlagemöglichkeit, so ein bisschen gummiert. Vielleicht eben auch für Gedöns, wie zum Beispiel Schlüssel, Portemonnaie oder auch Münzen. Also von daher habt ihr da eine Variabilität. Was mir leider nicht so gut gefällt, ist die Ergonomie. Weil guck mal, ich bin jetzt ganz hinten. Und wenn ich hier ganz hinten bin, dann komme ich gerade so, siehst du das hier in meinem Ellenbogen? Ja, das kann gerade so vorne an der Kante. Ne? So, jetzt stell dir mal vor, ein zartes Rehkitz mit 1,60 fährt das hier und sitzt hier vorne. Ja. Dann hat die, so wie ich immer hinten in der Mittelarmlehne, im Becherhalter ihren Ellenbogen, ne? Oder fährt halt so, ne? Aber ich sag mal, ich meine, sieht vielleicht sportlich aus, so wie bei Manta Manta, ne? Aber Manta ist ja auch kein Ford, ne? So, also auch das passt nicht. Also für mich 1,85 Meter Walross, 99, Periode 9 Kilo in der Rickets-Form, da geht es gerade so, ne? Aber irgendwie, Ford, warum kann man das hier nicht irgendwie verschieben, hier vorschieben? Ne, so, das wäre doch geil. Ja, wäre cool gewesen, auf jeden Fall, so auf eine Schiene, ja. Ja, also was, dass die Musik hier nicht geht, das verstehe ich ja nun gar nicht, ne? Ach ja. Aber ist mein Telefon hier vielleicht leise, dass es daran liegt? Muss ja auch immer alle Fehlerquellen irgendwie ausschließen, ne? Das Thema Anwendungsfehler, das haben wir ja auch schon zu häufig. Ja. Aber ich glaube, da kommt wirklich nichts. Vielleicht haben sie es wirklich abgekabelt hier. Ja, vielleicht kommt es irgendwie später nochmal, ne? Ja. Ach, meinst du, die haben das so für uns so abgeklemmt, oder was? Ja, damit die Leute hier nicht genervt sind. Also, meinst du, das geht dann erst zur Farbpremiere oder so? Ja, wahrscheinlich. Ein bisschen investigativ, oder? Ja, vielleicht. Was geil ist, ist hier die Jalousie, denn hinter der Jalousie ist ein riesengroßes Panorama-Glasschiebedach, was ihr elektrisch öffnen könnt. Also ich bin wirklich ein Freund der Premium-Ausstattung und schaut mal bitte, wie schön hier die Kölner Luft aus den Studio hineinfällt, oder? Merkst du das? Ja, absolut. Also ich merke Frühlingsdüfte, ich merke Sommerdüfte, ich mag Herbstdüfte, obwohl wir jetzt schon hier Ende November sind, ne? Ja, Wahnsinn. Also von daher ist das, glaube ich, eine mega, mega fette Option, sich einfach hier dieses riesengroße Panoramaglasschiebedach zu krallen, weil auch die hinteren Passagiere, Steffen, zeig das bitte mal. Ja, wir haben hier auch so ein kleines Rollo, was wir uns vor und zurückschieben können. Ne? Das ist schon mega. Also das ist schon schön, auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir lassen uns noch mal den Blick hier durch die Beifahrertür hineinschwenken. Was machst du denn da wieder? Na, guck doch mal, hier ist doch der Boomer drauf. Ach, echt? Schön hier im Einstieg. Sieht schick aus. Und ich glaube, das ist sogar exklusiv dem Puma Generation eben momentan vorbehalten. Aha, na guck. Also auch da habt ihr wieder was ganz Besonderes. Was wir noch nicht besprochen haben, ist hier der harte, leider wenig unterschäumte Kunststoff des Armaturenträgers. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, wer legt da schon großen Wert drauf? Ich finde es eigentlich völlig legitim und ausreichend. Und lässt sich auch leicht dann halt mal abstauben, sagen wir es mal so. Ne? Und hier wieder schön das Kunstleder, dann hier mit der Naht und den Nähten. Also das ist eigentlich, finde ich, gut gemacht. Ne? Ja. Ein schönes, großes Handschuhfach, leider ohne Filz. Da hat Ford wieder mal so weniger gegönnt. Ne? Ja. Und dann haben wir hier aber eine schöne doppelte Ebene. Guck mal bitte, ja, wo wir dann noch mal so einiges an Gedöns ranpacken können. USB-C-Anschluss haben, USB-A-Anschluss, wo es hier auch noch mal tiefer runter geht. Aber ich finde keinen 12 Volt. Siehst du einen? Nee, den sehe ich nicht. Also irgendwie fehlt mir hier der 12-Volt-Anschluss. Mhm. Naja, vielleicht ist er irgendwo versteckt. Wenn ihr es wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Bei der Premium-Ausstattung habt ihr auch, finde ich, geile Sitze. Ja. Also da sitze ich wirklich gut drin. Man kann den in der Höhe verstellen. Man kann natürlich hier verstellen und da verstellen mit der Lendenwirbelstütze. Und wir haben hier eine schöne Unterstützung im Lendenbereich, eine schöne Unterstützung hier im Oberschenkelbereich, auch eine gute lange Sitzfläche, gerade für Menschen, die etwas größer gewachsen sind. Das war schon beim Verbrenner-Puma immer richtig klasse. Mhm. Wir haben hier leichte Schulterpolster.
Und wir haben eine schöne integrierte übergehende Kopfstütze, die wir natürlich auch in der Höhe verstellen können, aber keine Komfortfunktion haben. Außen ist es hier, würde ich mal schätzen, Kunstleder. Und dann haben wir hier Alcantara. Aber guck mal, wie fein die Nähte hier wieder gemacht sind. Ja, ne? Das ist echt schick. Ne? Das Zeug schon von Qualität. Also da gönnt Puma bei Ford auch schöne Sitze. Aber wir haben keine Sitzbelüftung, wenngleich das in der Fahrzeugklasse, glaube ich, auch nicht immer möglich ist. Sitzverstellung in der Höhe haben wir dort auch, Steffen. Nein. Keine Sitzung verstellt? Nein. Doch, ist doch hier. Oh doch, ach, die ist das. Das wäre für die Klappe. Mal, das ist ja mal wichtig, mal, weil die meisten genau. Asiaten gönnen stimmt, das ja... Stimmt, das Drehrad nicht, ne? Ist für die Lehne. Ah, jetzt genau, nee, das ist hier für die Lendenwirbelstütze. Da kannst du das quasi rein und rausfahren. Ne? Ah, okay. Genau. Ach nein, das andere Drehrad ist hier an der Und dann Seite. Hast du hier quasi die Mechanik, um also das halt ist, entsprechend zu verstellen. Also ist noch, braucht man noch Muggikraft für, ist gut. Aber ihr seht, da hat man halt eine ordentliche Geschichte. Jetzt machen wir ja nochmal den Check mit dem Gurt, ne? Na. Gut, ja, haben wir das auch. Und weißt du, was auch ein Highlight gewesen wäre? Na. Also das finde ich ja immer schick, wenn der Dachhimmel schwarz ist, ne? Ja. Ja, ein bisschen sportlicher gewesen, ne? Auf jeden Fall. Und was Ford auch nicht gönnt beim Puma Generation E sind Griffe, ne? Also die Angstgriffe, ja. Hast du nirgendwo vier Haltegriffe, ne? Hast du ein Sonnenbrillenfach? Nee. Nee, auch nicht, ne? Oh, gut. Also ich muss sagen, so für 168 PS brauchst du wahrscheinlich keine Angstgriffe, aber um sich mal irgendwie festzuhalten oder so, wäre das schon nice. Mal angenehmer, ne? Aber vielleicht kann man den irgendwie tunen, ne? Oh, kann möglich sein, klar. Lasst uns die Sitzprobe hinten machen. Ich bin 1,85 Meter groß, 99,9 Kilogramm schwer und steige jetzt hier in den Ford Puma Generation E mit euch hinein. Für mich Olympioniken habe ich hier sogar noch ausreichend Platz, Steffen. Ja, es ist eng, aber es passt. Aber ich muss sagen, Steffen, komm ruhig mal hier so ein bisschen näher rein. Ich sitze halt hier schon am Vordersitz. Aber mal für eine Strecke, wenn der Beifahrersitz so eingestellt ist, geht das ganz hervorragend. Übrigens, 12-Volt-Anschluss ist hier unten, genauso wie zwei USB-C-Anschlüsse. Also auch da gönnt Ford für die Passagiere hinten halt nochmal so ein bisschen Strom. Ne? Jo. Was wir haben auf beiden Seiten ist eine Kinder-ISO-Fix-Befestigung. Wo Ford leider nicht gönnt, finde ich ein bisschen schade, ist hier eine Mittelarmlehne. Ne? Ja, gut. Obwohl, hätte man hier schön machen können. Du hast ja da auch wieder die dritte Kopfstütze. Ja. Irgendwas ist ja immer. Aber guck mal, die Wertigkeit der Sitze hier schön übernommen mit dem Alcantara, ja. Mit den Nähten, mit dem Kunstleder. Dann hier die verstellbaren Kopfstützen. Also das ist echt schick. Ich sitze hier auch echt mega bequem. Obwohl wir in einem Elektroauto sind. Ich kann die Füße schön unter den Vordersitz schieben. Das ist ja auch der Verbrennerplattform vielleicht so ein bisschen geschuldet. Also von daher gibt es hier nichts rumzumäkeln. Ne? Und selbst bei meinem Sitz ganz hinten, ganz unten, würde hier ein Kind noch Platz finden. Ja, also du kannst zumindest hier einen Kindersitz ohne Probleme raufbauen. Ne? Genau. Dann hast du hier eine schöne Tasche, wo du halt ein Smartphone, ein Tablet oder Spielsachen, eine Zeitung reinpacken kann. Auch da hat Ford an die Passagiere gedacht, hier wäre vielleicht noch mal so ein kleines Fach cool gewesen. Weißt du, wo du dein Smartphone so reinstecken kannst? Aber das kann man ja vielleicht dann später nochmal bei einer Modellpflege nachholen. Ja, für die Freunde des gepflegten Jackettsports gibt es hier natürlich auch noch den Jacketthaken, ne, wo man natürlich auch seine Jacke schön ranhängen kann. Ist ja auch ganz nett gemacht, ne? Ja, immerhin. Den Gurt haben wir hier schön am Sitz, weil hier ist wieder ein bisschen harter Kunststoff. Ne? Ja, das ist wieder hart. Aber wenn man ihn, glaube ich, nochmal rüber, dann liegt er auf dem Sitz. Ne? Genau, hier unten ist auch wieder am Einstieg hart. Haben wir da einen Puma? Nee, hat er, nee, leider nicht. Der ist nur vorne. Ach guck mal, hat Ford nicht gegönnt, ne? Nee, da haben sie wahnsinnig wieder geizig. Und wo wir natürlich auch wieder mal ein bisschen Kritik üben müssen, Ford. Ne? Es tut uns immer schwer, weil es ein cooles Auto ist. Aber jetzt guck dir mal bitte diese Hartplastik-Türverkleidung an. Ne? Da ist noch nicht mal eine Armauflage gegönnt. Oh, ne? Oh, nicht mal da. Nicht mal hier. Mann. Ford, Mensch, das kann doch nicht alles so teuer sein, dass man da nicht so ein bisschen gönnt. Weil wenn wir nachher so über die Preisreihen sprechen, muss ich sagen, hätte schon ein klein bisschen mehr erwartet, ne? Und damit lasst uns auch so langsam aber sicher zum Fazit kommen mit dem Puma Generation E. Ich hätte ja Ford gegönnt, das schon viel eher auf den Markt zu bringen, weil ich finde, in 4,21 Meter ist es eines der interessantesten elektrischen Fahrzeuge. Insbesondere durch den großen Kofferraum, durch die Gigabox. Ja. Wir haben einen Frunk für die Ladekabel. Wir können in 23,2 Minuten vorkonditioniert von 10% auf 80% laden. Und 11 kW an Typ 2 haben wir einen Akku in 4 Stunden definitiv von ganz leer wieder auf ganz voll. Das sind einfach alles klasse Parameter. Ne? Absolut, ja. 168 PS ist okay, 290 Newtonmeter Drehmoment macht richtig Spaß auf der Vorderachse. Da müssen wir eher aufpassen, dass die Räder nicht durchdrehen, wenn die Straße ein bisschen feucht oder nass ist. Und so haben wir eigentlich in 8 Sekunden
eine gute Beschleunigung von 0 auf 100. Wir haben 160 km/h Topspeed und wir haben durch die 1,5 Kilo und die gute 1,5 Tonnen Leergewicht und die gute Aerodynamik, finde ich, auch noch eine ordentliche Verhältnismäßigkeit aus Reichweite, Effizienz und Akkugröße. Ne? Ja, schon. Wie weit er uns tragen wird, werden wir dann sicherlich noch mal in der Verbrauchsfahrt mit Ladecheck für euch herausfinden. Ja, last but not least kommt der Preis. Und da muss ich sagen, Ford konnte uns leider keine Preise jetzt heute verraten. Ich versuche euch das natürlich einzublenden, wie der Preis ist. Man will uns das vielleicht noch bis zur Weltpremiere zuarbeiten. Ich habe alles rausgequetscht. Ich habe alles probiert. Ich habe gesagt, ey, komm, das war Autoschienen, sieht schick aus. Ne? Gerade so in Electric, Yellow, Metallic. Ne? Ja, auf jeden Fall. Aber sie wollten es nicht verraten. Und ich habe auch kein Lächeln bekommen, ob er unter 35.000 Euro startet. Deswegen mutmaße ich mal, dass er so knapp um 35.000 Euro, knapp über 35, zwischen 35 und 40.000 Euro startet. Also von daher, das ist jetzt der Tipp von Einfach Elektrisch. Ob der dann eintritt, werden wir dann alle sehen, weil nämlich, wenn ihr das Video jetzt schaut, die Konfiguratoren frei sind, ihr das Auto bestellen könnt und dann, wenn ihr Glück habt, schon zum Osterhasen und Osterbraten parallel, Osterhasenbraten sozusagen, Hasenbraten. Ich mag gar keinen Hasen. Osterhasenbraten? Ach, ist ja auch egal. Weg. Auf jeden Fall zu Ostern könntet ihr theoretisch schon den Ford Puma Generation E euer eigenen. Absolut. Und damit sind wir dann auch am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr gebt uns einen Daumen hoch. Schaut bitte gerne mal nach, ob ihr Teil der einfach elektrisch Community seid. Wenn nicht, würden wir uns nämlich freuen, wenn ihr uns mit einem Abo unterstützt. Und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und sage herzlichen Dank und bis bald, euer Olli. Du, Steffen, du musst mal ganz schnell rumkommen, weil ich habe vorhin was vergessen. Was haben wir denn? Die Premium-Ausstattung, ne? Ja. Ah, Matrix. So, guck mal hier mit dem Puma-Blick. Matrix LED. Und guck mal, wie geil hier die Zacken sind, so mit dem Tagverlicht. Ja, die Puma-Kralle bestimmt soll das sein. Ach, meinst du so? Matrix LED. Ah, stark.